Ja, wird sich etwas verändern? Darüber spreche ich jetzt mit der Journalistin und Nahostexpertin Gilda Sahebi. Schönen guten Abend, Frau Sahebi. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Das war ein klares Statement. Das ist der Kapitän der iranischen Nationalmannschaft. Die Nationalmannschaft hat nicht mitgesungen bei der Hymne. Wie kommt das im Iran an? Sie haben viele Verbindungen. Ich weiß, Sie sind täglich im Austausch. Gar nicht gut. Das kam gar nicht gut an. Also wenn man ein bisschen genauer auf das Statement achtet, dann merkt man auch, also das iranische Volk ist nicht glücklich, ist wirklich eine seltsame Beschreibung dafür, dass gerade Menschen dort tagtäglich getötet, vergewaltigt, misshandelt und gefoltert werden, dass Kinder umgebracht werden. Das war auch schon die Zeit, wo in Kurdistan die Attacke des Regimes stattfand. Mhm. Das ist kein klares Statement und man muss dazu sagen, dass viele Menschen, sehr, sehr viele Menschen im Iran sehr wütend sind auf diese Nationalmannschaft, zum Beispiel auch, weil sie wenige Tage vor Beginn der WM sich mit dem Präsidenten getroffen haben. Es gibt ein Foto davon, das wollten wir auch zeigen. Das ist das falsche Foto, da waren Sie heute bei Olaf Scholz, das kommt später. Nein, wir wollten das Foto zeigen von der iranischen Nationalmannschaft, die sich eben mit dem Präsidenten Raisi trifft. Das haben die Iraner den Fußballern übel genommen? Sehr übel. Man muss auch bedenken, dass wir haben in den letzten Wochen immer wieder Bilder gesehen von der iranischen Frauenbasketballmannschaft, ja, zum Beispiel, die sich fotografiert haben ohne Kopftücher. Auch das Foto können wir Ihnen zeigen, haben wir da, ja. Genau, oder ganz bekannt Elnaz Rekabi, die Kletterin, die auch bei den Meisterschaften in Südkorea ohne Kopftuch teilgenommen hat, genau. Und das sind Statements, die haben wirklich Kraft gehabt. Das hat was bewirkt. Das hat den Menschen auch gezeigt, wir stehen an eurer Seite. Wohingegen die Nationalmannschaft, man hat eigentlich erwartet, dass sie mehr machen. Also wenn sie jetzt wirklich mehr gemacht hätten, zum Beispiel in der 22. Minute hatte man erwartet, weil Gina Mahsa Amini 22 Jahre alt geworden ist, dass sie da nochmal ein Zeichen setzen. Es hätte viele Möglichkeiten gehabt und das haben sie alles nicht gemacht. Aber jetzt muss ich nochmal, weil viele, denen ging es so wie Marcel Reif. Wir haben uns das angeguckt und dachten, wow, wie mutig, da ist die Nationalelf Irans und die singen nicht mit bei der Hymne. Wie mutig ist das denn? Das heißt also, das ist gar nicht mutig, wenn man es von ihrer Seite aus sieht. Also ich verstehe, glaube ich, den deutschen Blick, den ich auch selber nachvollziehen kann, weil natürlich die deutsche Nationalmannschaft sich nicht besonders mutig gezeigt hat. Das ist natürlich der Unterschied, natürlich sehr auffällig. Sie haben zwei Staatsbürgerschaften, also können Sie über die Deutschen und die Iraner reden. Genau, ja? Und ich lebe auch schon seit sehr langer Zeit hier. Und deswegen kann ich das im Vergleich sehr gut verstehen. Aber das zeigt auch diese Wut der IranerInnen im Iran auf die Nationalmannschaft, zeigt, wie viel weiter man dort schon ist. Mhm. Das, was die Menschen dort machen, das ist Mut. Die gehen jeden Tag auf die Straße, obwohl sie wissen, dass sie getötet werden können, dass sie inhaftiert werden können. Die Zeichen, die dort aus dem Land kommen, das ist Mut. Was die Nationalmannschaft jetzt macht, es ist ein Zeichen, aber es ist nicht annähernd das, was gerade im Iran passiert. Was passiert gerade im Iran? Ich würde Ihnen gerne die Bilder vom Wochenende zeigen. Viele von uns sehen diese Bilder, aber wir können sie nicht richtig einschätzen. Das ist sozusagen, sind die kurdischen Gebiete im Iran. Man sieht, dass die Nationalgarde dort im Einsatz ist. Man sieht eben, wie Menschen zusammengeschossen werden auf der Straße. Es gibt Menschen, die sagen, es ist nur eine bürgerkriegsähnliche Situation. Wie schätzen Sie das ein, was da gerade passiert? Also das Regime hat auch offiziell zugegeben, dass sie Kriegswaffen einsetzen gerade gegen ZivilistInnen. Die gehen in Häuser rein. Man hat auch Videos gesehen von völlig zerstörten Wohnungen, Häusern, verstörten Menschen natürlich, weil das ist, die leben ja da so wie wir und die machen auch nichts. Sie leben einfach ihr Leben und dann kommt eine Armee quasi rein und nimmt Leute mit, verhaftet Menschen, tötet Menschen. Und das ist gerade ein Versuch des Regimes abzulenken davon, dass im Land gerade eine Revolution passiert, dass der Großteil der Menschen im Iran dieses Regime nicht mehr haben will und die Grausamkeiten auch so offensichtlich werden, die das Regime jeden Tag macht. Und indem das Regime den KurdInnen sagt, das seien Separatisten, das seien Terroristen, das ist ja die Sprache des Regimes und es sei ein Krieg, lenken sie genau davon ab. Und das ist gerade die Strategie und dafür sterben gerade jeden Tag Menschen. Und es gibt tatsächlich auch die Angriffe auf die irakische Seite, wo eben auch Kurden wohnen. Das heißt, es gibt eine militärische Komponente. Wie viel kriegen Sie denn im Moment von den Demonstrationen mit aus dem Iran? Ich weiß, Sie kriegen immer Chatnachrichten, Sie kriegen Filme zugesandt. Was passiert gerade im Iran?
Iran, wenn wir nicht alles sehen? Sicherlich sehen wir einen Bruchteil davon. Wir sehen tatsächlich nur einen Bruchteil. Das hat damit zu tun, dass über Wochen jetzt das Internet gedrosselt wurde. Was mir besonders Sorgen macht, ist, dass wir heute aus Kurdistan eigentlich gar keine Videos und Bilder gesehen haben. Das heißt was? Das heißt, dass dort das Internet komplett abgeschaltet ist. Mhm. Der Strom, Elektrizität soll auch abgeschaltet worden sein. Und das haben wir schon mal 2019 gesehen im Iran. Da war auch das Internet nicht gedrosselt, sondern komplett abgeschaltet. Und innerhalb weniger Tage wurden da Hunderte von Menschen umgebracht, massakriert. Und ich habe gerade große Sorge darüber, was jetzt in diesen Stunden in Kurdistan passiert, weil wir kriegen gerade gar nichts mit. Und im Rest des Landes, also wenn dann Frauen, Menschen, die auf die Demonstration gehen, wenn sie ihnen schreiben, wenn sie mit ihnen in Verbindung stehen, gefährdet sie das? Weil sie mit mir in Verbindung stehen. Ja. Also weil sie nach außen senden, was eigentlich nach außen dringen darf. Klar. Also auch jede Person, die ein Video macht, es riskiert ihr Leben. Also die nur indem sie diese Zeugnisse, diese Videos, diese Bilder machen, damit die nach draußen kommen, damit die Welt das sieht, damit wir darüber sprechen, riskieren sie ihr Leben. Und es sind auch schon Menschen dafür umgebracht worden. Das ist riskant, aber sie machen es trotzdem, weil sie zum ersten Mal sehen, dass endlich mal hingeschaut wird, dass dieses Regime, wie dieses Regime ja seit 43 Jahren agiert, das ist ja nichts Neues, das agiert schon immer so, dass es mal gesehen wird und dafür tun sie gerade alles. Und es ist auch nicht das erste Mal, dass die Menschen auf die Straße gehen. Es gab ja schon mal eine wirklich richtig große Bewegung und noch eine. Was ist der Unterschied, wenn Sie das jetzt sehen? Seit 9 Wochen gehen die Menschen auf die Straße und zwar ganz egal offensichtlich, wie brutal das Regime gegen sie vorgeht. Es gibt eine Liedzeile eines Rappers, Tumash Salehi, der jetzt auch gefangen genommen wurde, gefoltert wurde, der sagt in einem seiner letzten Lieder, das er noch veröffentlicht hat, bevor er verhaftet wurde, unser Schwert ist die Liebe. Und ich glaube, dass die Menschen gerade wirklich für etwas kämpfen, wirklich, wirklich kämpfen, jeden Tag, und zwar miteinander. Wir haben jetzt auch gesehen, es gab sehr viele Aufrufe zur Solidarität für Kurdistan, für die Menschen in Kurdistan, außerhalb von Kurdistan. Und dass die Menschen zusammenhalten und für ihre Freiheiten kämpfen und gleich zusammen für Gleichberechtigung der Geschlechter, für all das Leben, was sie hinter im Privaten schon immer gelebt haben. Im Privaten gab es immer die Feste, das Zusammensein, das Leben, was wir auch haben, aber eben nie in der Öffentlichkeit. Und dafür kämpfen sie und dafür geben sie alles, weil sie sich was anderes nicht mehr vorstellen können. Und es gibt die Demonstranten, die erschossen werden. Es gibt die unglaublich zahlreichen Verhaftungen. Wir werden wahrscheinlich keine Zahlen bekommen. Es gibt Todesurteile, die jetzt ergangen sind. Ist das dieses brutale Vorgehen des Regimes Ihrer Meinung nach nur Stärke? Oder sehen Sie darin auch einen Akt der Schwäche? Sehr viel Schwäche. Also alleine will man das so sehen, weil man einfach dran glauben muss letztlich. Ja, also ich meine, man sieht schon, dass es sich in die Ecke gedrängt fühlt. Wir haben auch gesehen, dass das Regime wütend reagiert hat auf Sanktionen, die jetzt wieder auf EU-Ebene eingeführt wurden. Ja. Es gab einen Angriff direkt vom iranischen Außenminister gegenüber Annalena Baerbock. Mhm. Und es gab auch vor den Sanktionsrunden jeweils Drohschreiben immer vom Regime an die verschiedenen EU-Staaten. Die wissen genau, dass sie zum ersten Mal ertappt werden bei dem, weil sie konnten ja 43 Jahre lang machen, was sie wollten. Es gab schon Massenexekutionen, diese ganze Unterdrückung von Frauen, alles nichts Neues. Aber diesmal werden sie gesehen. Und dass jetzt Irak angreifen, dass sie Kurdistan angreifen, das sind Zeichen für Angst, ja. Einfach nur mal, damit wir es verstehen. Sie sind in Teheran geboren, 1984. Ihr Vater ist 85, glaube ich, schon geflohen vor dem Regime. Wurde er verfolgt auch? Ja, er ist erstmal quasi im Iran untergetaucht. Mhm. Und dann haben sie ihn gefunden und dann musste er von einem Tag auf den anderen fliehen. Und Sie sind mit Ihrer Mutter dann ein Jahr später hinterher gekommen, sind eben seitdem auch deutsche Staatsbürgerschaft. Man kann die iranische Staatsbürgerschaft, glaube ich, gar nicht abgeben. Nee, die kann man nicht abgeben. Es gibt eine Ausnahme für IranerInnen in Deutschland, dass sie beide haben. Das gibt es ja normalerweise nicht. Das heißt, Sie gucken eben auch als Journalistin auf beide Länder, aber Sie gucken eben auch darauf, was die Deutschen, was die westliche Reaktion eben, und Sie haben gerade gesagt, das ist ja seit Jahrzehnten so. Wie erklären Sie sich denn, dass jahrzehntelang auch Deutschland zum Beispiel, ich glaube, wir waren 2020 der größte Handelspartner innerhalb der EU mit dem Iran. Wie erklären Sie sich das, dass man das einfach trotzdem gemacht hat? Also die Erklärung suche ich bis heute noch, ich habe sie noch nicht gefunden. Aber es ist tatsächlich so, dass Deutschland eine ganz besondere Rolle spielt. Also schon seit den 80er, seit den 90er Jahren besonders. Da gab es den sogenannten kritischen Dialog mit Iran. Das ist quasi das Handel durch Wandel in Bezug auf den Iran. Und da wurde
immer nicht hingeschaut, egal was passiert ist. Wir hatten 92 hier in Berlin Morde an Oppositionellen durch das Regime im Mykonos-Restaurant. Dann auch danach ist nichts passiert. Die Bundesregierung wollte nicht mal, dass die verfolgt werden, die dieses Attentat ausgeübt haben. Der Handel ist weitergegangen und weitergegangen. Und erst durch die UN-Sanktionen wegen des Atomprogramms hat Deutschland auch begonnen, mit zu sanktionieren. Aber es hatte immer eine Sonderrolle. Und auch nachdem 2015 das Atomabkommen abgeschlossen wurde, war sofort Sigmar Gabriel dort mit einer großen Wirtschaftsdelegation. Frank-Walter Steinmeier hat 2019 zum 40-jährigen Bestehen der Revolution gratuliert. Also Deutschland macht da gar nichts. Weil Sie das erwähnen, die Gratulationen gibt es, die haben wir auch vorbereitet, weil ich wusste, dass Sie darauf ansprechen würden. Herr Präsident, zum Nationalfeiertag übermittle ich Ihnen auch im Namen meiner Landsleute meinen herzlichen Glückwünschen. Anlässlich dieser für die Islamische Republik so wichtigen Feiertags möchte ich Sie dazu ermutigen, auch die kritischen Stimmen in Ihrem Land anzuhören, um mit Ihnen einen offenen Dialog zu führen. 2019, da war das Regime eben gerade 40 Jahre lang quasi da. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Das Bundespräsidialamt sagt, das war ein Versehen. Also aus Versehen ist das Telegramm, was jedes Jahr geschickt wurde, auch in diesem Jahr geschickt worden, obwohl Sie es eigentlich nicht wollten. Vermuten Sie denn dahinter mehr? Glauben Sie, dass es wirklich so eine Art von wir schaffen das mit Handel durch Wandel, Politik, Überzeugung gab? Also ich glaube, 2020 war das Versehen. Ich glaube, 2019 war nicht das Versehen. Ich glaube, die haben das bewusst geschickt und wollten danach nicht mehr schicken und haben es dann, glaube ich, aus Versehen geschickt. Also was steckt dahinter Ihrer Meinung nach? Sie waren heute bei Olaf Scholz. Das ist auch SPD. Das Bild haben wir jetzt gerade gesehen. Sie waren heute also, haben ihn getroffen mit Düsen Tekal unter anderem. Mhm. Das haben wir auch, glaube ich, von Ihrem Account, das Bild. Was vermuten Sie dahinter und worüber reden Sie da mit Olaf Scholz? Was sagen Sie ihm? Also ich glaube, es ist eine Mischung aus verschiedenen Dingen. Es ist einmal eine jahrelange Naivität gegenüber diesem Regime gewesen, einfach nicht hinzuschauen, was da wirklich passiert. Wir haben es auch in der Berichterstattung gesehen. Ich glaube, die wenigsten Menschen wissen, was in den letzten Jahren im Iran passiert ist. Die Revolutionen, also die Bewegungen haben wir gesehen auf der Straße, da wurde berichtet, aber dann war das auch wieder weg, Interesse. Genau, es wurde meistens nur über das Atomabkommen berichtet, wenn berichtet wurde. Das heißt, eine Mischung aus, irgendwie ist ja da irgendwie Ruhe, also es ist ja eigentlich okay und wir haben das Atomabkommen, wir müssen gar nicht so genau hingucken. Mhm. Also das Ignorieren der Menschenrechtsverbrechen eigentlich. Und natürlich, das zeigt auch Sigmar Gabriels Besuch, war das Interesse am Handel schon da. Mhm. Also Iran hat mit weltweit die größten Öl- und Erdgasvorkommen. Ich glaube jetzt nicht, dass man gedacht hat, wir können da nächstes Jahr Erdgas von beziehen. Aber ich glaube, dass das auch alles immer eine Rolle spielt. So, und jetzt sagt aber Olaf Scholz ganz klar, das war auch gerade, was sind Sie für eine Regierung, die auf die eigenen Bürgerinnen und Bürger schießt? Wer so handelt, muss mit unserem Widerstand rechnen. Also ist das seine Zeitenwende in Bezug auf den Iran? Das benutzen tatsächlich viele, die warten auf die Zeitenwende in der Iran-Politik. Die gibt es auf keinen Fall bisher. Es zeigt sich so in Ansätzen, dass man zumindest rhetorisch jetzt mal klarer ist gegenüber dem Regime. Das gab es ja auch nicht. Er hat ja auch sehr lange gebraucht. Es war ja nach 8 Wochen, hat er das ja dann gesagt. Aber bisher wartet man noch auf klare Sanktionen. Man wartet darauf, dass die Revolutionsgarden, die jetzt übrigens auch in Kurdistan eingefallen sind, auf die Terrorliste gesetzt werden, wie es in den USA schon der Fall ist. Da ist noch nicht viel gefolgt. Und das haben Sie ihm heute alles gesagt? Ja. Und was hat er gesagt? Er hat nur zugehört. Ist ein Anfang, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja. Dann hören wir Ihnen gerne wieder zu und bedanken uns sehr für den Besuch heute. Vielen herzlichen Dank.